Dann spiele ich Wadrock hier drauf. Under. Okay, jetzt habe ich 3 Wadrock-Trigger pro Runde. Ziehe eine Karte, loote eine Karte, nehme ich Open. Nehme ich Opt. Nehme ich Opt. Und mit den Opt muss ich nur weitere Mutator finden. Hallo ihr Lieben, Solaris hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Solaris erstes Mal. Diesmal mit einem ziemlich verrückten One-Turn-Kill-Combo-Deck im Standard. Ich hätte überhaupt nichts von dem Deck gewusst, wenn ich nicht in dem Stream-League-Turnier mitgemacht hätte und Red's Relic, aka Kyla Star, mich damit einfach unglaublich nass gemacht hat. Der hat mich nämlich einmal Turn 4 weggemacht und einmal, keine Ahnung, zwar ohne Combo, aber Turn 4 Combo-Kill im Standard, auf jeden Fall habe ich da Bock drauf. Naja, wie funktioniert denn Jeskai Mutate? Jeskai Mutate hat 3 Key-Pieces, und zwar einmal Wadrock, Apex of Thunder, Open the Omen Path und See the Truth. Was wir dann noch brauchen, ist sozusagen Karten, die mutaten. Denn wir wollen immer und immer und immer und immer wieder mutaten und damit kleine Vorteile generieren. Wenn wir also eine Base-Kreatur haben und Wadrock darauf mutaten, flashbacken wir das Open the Omen Path aus dem Graveyard und bekommen dafür 4 Mana. Mit den 4 Mana können wir wieder mutaten und wieder einen kleinen Vorteil generieren. Zum Beispiel 2-1-1 Token oder eine Karte ziehen und so weiter und so fort. Wenn wir dann noch einen Baby-Godzilla liegen haben, also ein Poliwag Symbiote, dann bekommen wir sozusagen sogar durch das Open the Omen Path Mana geschenkt und das Mutaten wird günstiger. Und dann mutaten wir einfach. Wenn wir keine Mutate-Karten mehr haben, müssen wir irgendwie schauen, dass wir Card Advantage machen, mit zum Beispiel einem Flashback von See the Truth aus dem Graveyard. Und dann können wir weiter mutaten. Wir generieren immer mehr 1-1er, versuchen immer mehr Karten zu ziehen oder zu looten mit Cloudpiercer und Baby Godzilla. Und irgendwann ziehen wir das One-Off Doomscar Titan. Dann geben wir allen unseren 1-1er und unserem fetten Mutator Haste. Und dann hauen wir einfach für den Kill. Das sieht komplizierter aus, als es ist. Hoffe ich zumindest. Ich habe es ja wie gesagt auch noch nicht gespielt. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt einfach in ein Standard-Event rein. Und dann zeige ich euch mal, wie Jeskai Mutate funktioniert. Bis gleich. So, herzlich willkommen zur ersten Runde Jeskai Mutate. Wenn euch das Deck gefällt, könnt ihr natürlich unten in der Videobeschreibung einen Link zur Deckliste finden. Dort findet ihr auch den Daumen hoch Knopf und den Abo Knopf, bei dem ich mich natürlich auch freuen würde, wenn ihr den drückt, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht. Wir haben relativ viel Opt, also ich denke, Wadrock finden ist gar nicht so das Problem. Ich glaube, das keepen wir einfach mal. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung mit dem Deck, das ist jetzt mein erstes Game. Ich habe Hoffnung, dass wir einfach eine Mutate-Karte und Wadrock finden werden und Triple Opt und Doppel Scry Temple wird uns sicherlich einfach tief genug, glaube ich, in die Library senden, dass wir da durchaus was finden können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, dann machen wir erstmal Temple of Epiphany. Cup Warden ist eine Mutate-Karte. Ich weiß nicht, ob wir Mutate-Karten haben wollen. Vielleicht schon. Ich glaube, kann ich liegen lassen. Cup Warden ist auch eine sehr relevante. Na, vielleicht hätte ich es nicht unten liegen. Vielleicht hätte ich es weglegen sollen, weil wir wirklich schon Wadrock und Open the Omen Path suchen. Gefährlich. Könnte sein, dass das ein Misplay war. Ah, okay. Wir spielen also gegen irgendeine Form von Life Gain oder so. Okay, den brauchen wir tatsächlich nicht. Dann würde ich sagen, passe ich mal den Turn. Jetzt sind wir so ein bisschen auf unsere Opts angewiesen. Hätte durchaus sein können, dass ich das weglegen muss, denn wir suchen ja wirklich noch Open the Omen Path, den zweimal See the Truth und Wadrock. Und da das keine dieser Karten ist, hätte es durchaus sein können, dass ich die weglegen muss. Okay. Selfless Savior. Got it. Und noch ein. Okay. Das ist nicht so viel Life Gain. Das ist schon ein bisschen Pressure, aber es ist nicht so viel Life Gain. Das heißt, der Speaker wird nicht so schnell eskalieren. Wir sehen hier keinen Heliod. Ich glaube, das ist insgesamt ein guter Start vom Gegner, aber nicht broken. So, Opt. Mach mal was. Cloud Piercer. Nee, jetzt will ich tatsächlich wirklich nur noch. Scry. Gegner könnte denken, dass wir Jeskai Control sind oder sowas. Okay, See the Truth. Das muss ich, glaube ich, oben lassen. Okay, See the Truth lassen wir oben. Damit finden wir dann hoffentlich irgendwas. Mit dem Opt ziehen wir es, mit dem nächsten Opt. Genau, mit dem einen Opt ziehen wir es, mit dem anderen Opt finden wir dann hoffentlich irgendwas. Okay, Daxos. Solange keine +1/+1 Marken verteilt werden, also kein Heliod oder so, überlebe ich hier noch ein paar Runden. Das ist ganz schön wichtig. Also wir gehen hier nicht Turn 4 ab. Das ist klar. Ich könnte vielleicht sogar überlegen, Cup Warden zu spielen. Ja, also hier werden wir auf jeden Fall See the Truth nehmen. Ja, man könnte Cup Warden erstmal spielen als sozusagen Early Defense oder so. Mal gucken, was wir ziehen. Haupt.
Lore Drakis. Nee, will ich nicht. Noch ein Land. Will ich eigentlich auch nicht. Okay, ich behaupte, es ist an dieser Stelle richtig, erstmal Cup Warden zu spielen und schon mal so ein bisschen uns Zeit zu kaufen. Denn wir können hier nicht direkt in die Combo gehen. Gegner denkt sich auch so, okay, das ganze Geopte und das ganze Gescrye für einen Cup Warden. Was ist los bei dir, Gegner? Das Schöne an Cup Warden ist, kann nicht Gejaint killert werden und kann nicht geglascasket werden. Hat Converted Mana Cost 4 und Power 3. Also genau richtig rum eigentlich. Und jetzt Luminous Broodmother. Okay. 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 Aber wir können ja jetzt auch Flying geben. Okay, der möchte auf jeden Fall seinem Speaker Flying geben. Was okay ist. Ich denke, wir nehmen uns hier die drei live mit. Und dann Dreamtail Heron wir das Ganze. Ah, okay, das geht natürlich auch mega viel live. Cloud Piercer, okay. Nee, ich würde sagen, wir mutaten jetzt erstmal. Und geben Flying. Und dann. Over oder under? Under. 3-5 ist besser als 3-4. 2-1-1 Lifelinker, Karte ziehen. Ja. Ich bin noch nicht so hundertprozentig glücklich, aber wir sterben auch noch nicht so schnell. Wir haben hier noch Zeit. Keine Tag natürlich. Und irgendwann müssen wir eigentlich genug Tokens generiert haben, um das Spiel zu gewinnen. Ich hoffe es zumindest. Nächste Runde können wir Cloud piercen. Oh, Luminarch Aspirant macht es ein bisschen schneller, leider. Oh, und jetzt kommen so langsam die Angels. Okay. Ja. Ja, ich sehe es als problematisch. Und es wird auch vor allen Dingen schwierig, in einem Turn zu killen, wenn der Gegner so viel Life hat. Aber wir versuchen es. Okay, jetzt wird hier einfach ein bisschen Life gegained, oder was? Wofür ist der Attack? Wofür ist der Attack? Der hat doch keinen Life Gain, oder? Wird hier ein Combat-Trick gespielt? Nein. Komm. Ich riskiere es. Mono White spielt keinen Combat-Trick. Okay, sehr schön. Oder auch nicht sehr schön. Also. Okay, wir spielen erstmal See the Truth. In der Hoffnung, dass wir Vardrock finden. Yes. Was passiert mit den anderen? Bottom of your Library. Okay, da ist Vardrock. Das ist sehr gut. Okay, Vardrock wird jetzt auch drauf gecastet. Achso, das kostet einen Mana mehr, aber das ist kein Problem. Warte, was kostet das denn? Eins, blau-weiß, rot-rot. Okay, dann ist egal, was ich lege. Spielen wir Vardrock und casten einmal das See the Truth und müssen dann jetzt noch eine Runde überleben. Danach sollten wir relativ set sein. Yep, See the Truth aus dem Graveyard. Jetzt werdet ihr sehen, wie sick das ist, aber wir ziehen jetzt einfach drei Karten. Und dann müssen wir noch ein Open the Omen Path finden. Aber das muss möglich sein, denke ich mal. Naja, gut, wir müssen schon einen Open the Omen Path finden, weil sonst haben wir keinen Mana. Okay, gut, also so safe sind wir noch nicht. Wir brauchen noch einen Open. Aber wir ziehen jetzt drei Karten. Vier Karten ziehen wir jetzt. Könnte funktionieren. Ja, würde ich gerne machen. Das ist schon ein krasser Effekt, den aus dem Graveyard zu kaufen. Das ist leider nichts dabei. Ziehen noch eine Karte. Da ist auch nichts dabei. Okay, das ist nicht so gut tatsächlich. Ich muss eine Karte abschmeißen. Also ich darf nur Doomscar Titan nicht abschmeißen. Ich glaube, den Scry brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt wirklich noch einen Open. Ha, hätte ich gerade das. Nee, wenn ich das Open nehme, kriege ich Vardrock ja nicht. Und Vardrock ist auch super wichtig. Legion Angel, okay, das ist in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt Open ziehen. Come on! Ja, das ist alles ganz schön heavy viel Schaden. Ich sehe das ein. Auf den Angel, dann kann der Angel attacken. Nee, auf den Speaker, okay. Ja, alles okay soweit. Wir sind noch nicht tot. Okay, Doppelattack. Nehme ich keinen Schaden. Okay, der Attack ist immer ein bisschen weird, finde ich. Aber ist okay. Oder es kommt wirklich noch ein Pump-Spell oder sowas. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ach, wir haben First Strike? Wodurch haben wir denn First Strike? Oh, Vardrock macht das. Okay, wusste ich nicht. Okay, am besten jetzt erstmal günstig mutaten. Würde ich sagen. Weil dann können wir nämlich Open the Omen Path finden.
Also Mutate hier drauf. Ja, weil wir können jetzt ja wieder See the Truth flashbacken. Erstmal günstig mutaten. Under. So. Wir flashbacken See the Truth. Kriegen 2-1-1er. Ah ja, ihr seht schon, das geht schon richtig ab, das Deck. Muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Da ist auch kein Open the Omen Path dabei. Immer noch nicht. Okay, habe ich denn danach noch eine Runde? Habe ich danach noch eine Runde? Ich glaube schon, oder? Wadrock, Doppel-Flashback, Open the Omen Path. Oder Flashback dann mit Opt oder so? Ich glaube schon. Come on. Einfach drauf. Oder drunter in dem Fall. Wir haben gleich super viele Karten, aber. Okay, alles klar. Also. Wir nehmen See the Truth. Jetzt kann ich es nicht mehr nehmen, ne? Oder kann ich es noch nehmen? Ich nehme jetzt mal ein Opt, weil ich nicht weiß, ob das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich zweimal das gleiche Target nehmen kann, wenn es passiert. I don't know. Ich würde es auch gerne andersrum machen, eigentlich. Nein, See the Truth brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt nur noch Open the Omen Path, Mann. Nein! Wir ziehen so viele fucking Karten. Yes! Okay, alles klar. Gut. Gut. Okay. Tapped Land. Jetzt muss ich gleich ganz schön viele Karten abschmeißen. Billiger Mutate ist super. Ja, ist okay. Lassen wir mal oben. Ich glaube, ich sterbe nicht, oder? No attacks. Ich kann dann einfach die beiden Opens abschmeißen, ne? Zwei. Wie viele Karten muss ich abschmeißen? Discard 7 Cards, okay. 3, 4, 5, 6, 7, irgendwie sowas. Ich muss einfach nur die Mutator behalten und dann. Jetzt werdet ihr gleich sehen, wie hoffentlich das Deck abgeht. Ich bin mir halt nicht sicher, wie gut Dreamtail Heron tatsächlich ist. Denn das Problem ist, ich muss halt jede Runde Karten ziehen. Das ist nicht optional, ne? Oder? Das heißt, ich sollte möglichst spät, glaube ich, erst Dreamtail Heron legen. Oh Gott, das wird jetzt noch kompliziert, weil unser Gegner hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 Milliarden Blocker und gaint auch noch unendlich viel Life und oh Gott. Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich wieder nur. Obwohl, man könnte, glaube ich, hier den Legion wegblocken, oder? Dann nehme ich, weiß ich nicht, wie viel. Wie viele Blocker hat er im Moment? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, vier Blocker nur noch. Oh, das könnte aber reichen. Ach so, nee, 5 Block. Ach, die kommen ja alle wieder. Ugh, die kommen ja einfach alle wieder. So eine freche Kombination mit der Broodmother. Okay, wir nutzen jetzt erstmal. Ich habe gar keine. Doch, ich habe den hier, der. Okay, alles klar. Gut. Okay. Ja. Okay, hat 1, 2, 3, 4, 5 Blocker. Okay, nur, dass ich das schon mal weiß. Drauf mutaten. Ich glaube, ich will keine Karten mehr ziehen, ehrlich gesagt. Under. Jetzt werden erstmal ein paar Sachen. Ich will einen Cup Warden ziehen. Oder will ich, wenn ich möglichst schnell einen Cup Warden ziehe, ist vielleicht sogar okay, ne? Dann mache ich es vielleicht noch einmal. Einmal noch See the Truth für einen Cup Warden. Weil wenn wir jedes Mal immer zwei Token kriegen, ist, glaube ich, gut. Oder habe ich schon einen Cup Warden weggeschmissen? Oh Gott, wie viel Cup Warden spiele ich? Oh Gott. Da ist ein Cup Warden. Nice. Okay, dann das ist super. So, wir spielen das und generieren uns auf jeden Fall weißes Mana und rotes Mana. So, perfekt. Draw a card. Wir haben noch 24 Karten in der Library. Okay, dann mutate hier drauf. Oh Leute, ey, das ist so kompliziert. Aber vielleicht gehen wir schon direkt over. So, jetzt kriege ich ja. Müsste ich ja mehr Tokens kriegen, ne? Okay, ich nehme jetzt einfach Open und Opt. Mal sehen, ob das gut ist. Okay, ja, Opt. Oh, Cup Warden ist natürlich klasse. Okay, mit dem Cup Warden jetzt sollte es doch irgendwie gehen. Und dann machen wir wieder Weiß und Rot. Leute, dieses Deck einfach, ey. Cup Warden Mutate hier drauf. Der Doomscar Titan dann am Ende. Over. Open the Omen Path.
Open die Opa, weil im Moment brauche ich ja nichts außer Mana. Mal ein bisschen Mana generieren. So, okay, 12, 20 Token. Ich muss jetzt auf jeden Fall blaues und rotes Mana machen. Denn ich habe jetzt nur noch blaue und rote Mutator. Blau, rot. Open the Omen Path. Mana machen. Pff, so crazy. Okay, ja, okay, zieh eine Karte. Perfekt. Dann Dreamtail Heron. Drauf mutaten. Die Frage ist, ob das bald schon reicht. Wie viel Life Under? Das ist so crazy, ey. Open und Open. Wieder blaues und rotes Mana. Ich will einfach keine... So, 18. So, ihr seht, wie verrückt das Deck ist. Es ist einfach absoluter Oberknaller. 26 Kreaturen haben wir im Moment. 27 Kreaturen. Ich mache vielleicht noch zwei Mutates und dann gehen wir rein. Und das müsste eigentlich reichen. Das ist wieder ein billiger Mutate. Das ist super. Ein billiger Mutate, der keine Karten zieht, mag ich besonders gerne. Under. Okay. 18, 26, 32. Pff, reicht wahrscheinlich, oder? Zumal, wenn ich jetzt irgendwie mir auch überlege, ich kann den ja auch einfach... Creatures you control get plus 1, plus 0 until end of turn. Könnte ich ja auch machen, ne? 32. Ja, das müsste eigentlich reichen. So, get plus 1, plus 0 until end of turn. Get plus 1 plus 0 until end of turn. Ich will es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich will nur safe gehen, dass wir das Spiel auch gewinnen. Doomscar Titan. Müsste eigentlich reichen, oder? Okay, auf geht's. 32, 33, 34 Kreaturen, die alle 4 Power haben. Da ist nicht so viel Lifelink. Doomscar Titan als Finisher ist auch so nice. Okay, dann gehen wir mal rein. Für. Keine Ahnung, wie viel Damage. Aber ich glaube, es reicht auch gegen Mono White Life Gain. Dieses Deck ist so krass einfach. Oh Mann, ey, dieses Deck ist so krass. Ja, da wird noch ein Block angesetzt. So ist nicht. Da wird noch ein Block angesetzt. Wie viele Karten haben wir noch? 17. Okay, gut, dass wir relativ schnell dann doch die mehreren Cup Wardens gezogen haben. Denn ich glaube, es war wichtig, dass wir relativ schnell Katzen generieren, wenn wir nicht mehr zu viel Karten ziehen tatsächlich. Gut, da wird noch geblockt auf jeden Fall. Das sind 28, die durchkommen und hier kommen nochmal 92 durch. Also im Moment kommen 126 durch. Reicht. Okay, kurz überschlagen reicht. Selbst wenn er jetzt noch einen Block hat. Das ist so crazy. Nice. Ich glaube, gegen Kontrolle könnte es schwierig werden. Next. Machen wir First Strike Damage. Ja, komm, mach mal erstmal für... Oh mein Gott, jetzt wird doch noch ein bisschen Life gegained vorher. Got it. Hier wird alles rausgesqueezed, Leute. Bei Frog wird alles rausgesqueezed. Ja. Mhm. Naja, hier Resolve All. Mach mal. So, geht auch noch auf 38, aber hier kommen 84 durch. Ne, 37, okay. Noch ein Effekt? Jetzt so Fog. Frog spielt Fog. Ne, wir dürfen First Strike Damage machen, das ist gut. Oh nein, warte mal, was passiert jetzt? Oh, scheiße. Gut, dass ich nicht ganz viel gezogen habe, weil an den Draw vom Octopus hätte ich gar nicht mehr gedacht. Ja gut, dann haben wir den Gegner doch auf minus 81 gebracht. Also Mono White Life Gain irgendwie dann auf minus 81 bringen, finde ich völlig okay. Sehen wir uns gleich zu Game 2. So, okay. Wir haben die wichtigste Karte auf der Hand. Und wir fangen an. Ich glaube, das hält man einfach. Was wir suchen, ist wie immer Open the Open Path und See the Truth. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir ganz gut set. Doppel-Wadrock finde ich eigentlich schon sehr solide. Also damit können wir auf jeden Fall gut durchziehen. Und hier finden wir ja auf jeden Fall die wichtigen Karten. Zum Beispiel, nope, das kann weg. Hier ist es jetzt auf jeden Fall leichter zu entscheiden, was wir scryen müssen. Gerade in Game 1 war ich noch nicht so hundertprozentig safe. Oh, okay. Hä? Moment. Okay, alles klar. Nee. Immer noch kein Spell gezogen. Nächste Runde haben wir Doomscar Titan Foretell. Moment, warte mal. Den will ich gar nicht foretellen, oder? Den kann ich ja bestimmt nicht für die Mana-Kosten dann für Open the Open Pass spielen. Ich glaube, dann lasse ich ihn lieber auf der Hand. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe jetzt jedes Mal das, was ich gescryt habe, runtergelegt. Das kann ja nicht sein. Ja, Lando Calrissian ist, glaube ich, okay.
Dann würde ich sagen, machen wir einfach Passing the Turn. Nächste Runde legen wir dann vermutlich Wardrock einfach so hin. Oh, da wird vertellt. Okay. Boah, das ist auch schon wieder super viel Damage, ne? Also das könnte sein, dass wir das Spiel dann doch relativ schnell verlieren. Okay, Wardrock hingelegt. Blaues Land gelegt. Go gesagt. Nächste Runde dann Dreamtail Heron drauf, damit wir eine Karte ziehen. Wir können nichts flashbacken. Das ist schon sau ärgerlich. Einfach so ein 3-Mana-3-3-Flieger hinzulegen, ist irgendwie Turn 4 vor allen Dingen. Könnte im Standard ein bisschen schlecht sein. Okay, das geht aber noch. Wobei ich weiß nicht, ob es noch geht. Wir sind halt auf 11. Der Gegner kann jetzt noch einen Engel machen und uns dann nächste Runde den Wardrock killen, ne? Aber ich glaube, es geht nicht mehr. Gerade kurz gedacht, kurzzeitig gedacht, es geht, aber es geht nicht. Das ist dann doch einfach zu schnell. Scheiße. Die Ability von Fierce Retribution, Ta Chapter 2, wird uns jetzt ganz schön zernichten. Ja, ich glaube, das sind wir einfach tot, oder? Attack mit allem, 4, 8, 12, 13, 14. Ja, bin ich einfach kaputt. Ja, das Spiel hat nicht so lange gedauert wie Game 1. Ja, ist ja egal. Benutzt einfach die Ability. Gucken, ob es gesehen wird. Ach, ich darf blocken. Naja, gut, ich darf blocken, aber. Also, ich sag mal, so viel bringt mir das nicht. Ich darf blocken, ja. Ich gehe auf 2, Gegner auf 34. Wir haben keine Kreaturen mehr. Ja, ich würde sagen, wir conceden hier einfach. Ja, das. Gibt es noch ein Out für uns? Wir spielen keine Wrath-Effekte. Ich glaube, es gibt wirklich kein Out mehr für uns. Ob das wohl Starnheim Unleashed ist? Ja, okay. Na gut, dann hoffen wir mal auf ein besseres Game 3, wa? Vielleicht war das einfach zu langsam. Ja, wahrscheinlich war es einfach zu langsam. So, Runde 3. Oh, schönes Händchen, glaube ich. Das ist ein Keeper. Jorion könnte ein Control-Deck sein. Das könnte natürlich problematisch werden, aber die Hand ist ein toller Keeper. Turn 1 Ob, Turn 2 Baby Godzilla, Turn 3 Mutate Dreamtail Heron. Und dann haben wir See the Truth hier. Das ist wundervoll. See the Truth können wir auch. Yikes. Nee, brauche ich nicht. Jetzt bitte nicht, obwohl. Ja. Gerade kurz überlegt, bitte nicht irgendeinen guten Spell ziehen, aber wäre doch cool. Und See the Truth im Graveyard zu haben, ist auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Das ist schon. Ist tatsächlich nicht schlecht. So, Baby Godzilla liegt schon mal. Ruin Reborn. Okay. Ah, sieht aus wie Dimir Control. Das ist kein gutes Matchup für uns. Nee, das ist kein gutes Matchup für uns. Jupp. Was braucht der nochmal? Eins blau, weiß, rot, rot. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein rotes Land, sonst kann man den ja gar nicht legen. Also, beziehungsweise, doch, ich kann ihn legen als Roh, als Wardrock. Okay, das geht. Okay, Sulta Jorion. Na, das ist auf jeden Fall sehr innovativ. Also, das habe ich noch nicht gesehen. Ob das wohl liegen bleibt? Boah, gegen Removal sind wir wirklich schlecht. Gegen Removal sind wir wirklich schlecht. Okay. Also wir brauchen nur noch einen Wardrock und einen Open the Omen Path. Oh oh. Tangled Flora Hedron, okay. Das ist jetzt nicht ganz so. Das ist nicht ganz so beängstigend. Land würde ich auch nehmen, weil ich würde wahrscheinlich auch einen Dreamtail. Loredrakis. Lass mal kurz überlegen. In einem grindigen Matchup ist das, glaube ich, sogar okay. Ich glaube, die behalte ich. Ich würde hier wahrscheinlich trotzdem erstmal einen Dreamtail Heron spielen. Und wenn wir dann noch ein Land ziehen danach, könnte man auch Doppelmutate und so ein bisschen Card Advantage machen, sofern Dreamtail Heron überlebt, ne? Also, wir sind uns hier einig. Sulta Jorion hat das ein oder andere Removal-Spellchen im Deck, ja. Ja, okay, gut. Okay. Das war natürlich jetzt wirklich Pech mit dem Matchup. Vor allen Dingen auch geil einfach. So ein Duress, drei Heartless Act, mehr brauchen wir nicht. So kriegen wir die Schlocker kaputt. Ja, ich versuch's nochmal mit Dreamtail Heron. In der Hoffnung, dass die letzte Karte nicht das vierte Heartless Act ist. Und wir dann einfach mit Loredrakis und irgendwie ein bisschen Gedöns wieder.
Well, this is a lot of fun. Ich versuche es nochmal mit Dreamtail Heron, der jetzt allerdings jumpen muss. Ich gehe allerdings. Ah ne, wir sind eh tot. Ne, Death Touch, ne? Trample Death Touch 5, 6. Ne, wir sind auf 1 theoretisch. Wenn wir Worynklecks blocken, nehmen wir 6. Okay, dann können wir auch Dream. Dann können wir auch das Flora Hydra blocken, nehmen wir auch 6. In der Hoffnung, dass jetzt kein Removal Spell mehr da ist. Oh, nice! Wir überleben! Nice! Gegner hätte auch einfach mit dem Flora Hydra angreifen können, denn das hat Death Touch. Außer es. Okay. Können wir jetzt abgehen? Nee, ne? Wir brauchen. Open the Omen Path. Ich glaube, wir können nicht abgehen. Jurion noch ausgespielt. Auf, das wäre natürlich der absolute Oberknaller. Jetzt abgehen. Holy moly. Aber ich glaube, es geht nicht. Seadasher Octopus. Ich glaube, es geht nicht. Nein, das war sogar falsch. Ah, das war sogar falsch. Wenn ich jetzt hier Open the Omen Path finde. Ich nehme mal Opt. Cup Warden für. Nee, kostet 4. Ah, ich glaube, es geht nicht mehr, ne? Okay, schade. Na gut, ich versuch's nochmal mit einer Bonusrunde. Bis gleich. So, Bonusrunde mit Jeskai Mutate. Jetzt zeig doch noch einmal, was du kannst, bitte. Oh, yes. Yes. Baby Godzilla, Mutate Open. Yes. Da bin ich dabei. Easy Keep. Schönes Ding. Schönes Ding. Nur noch, irgendwie fehlen mir so ein bisschen die Untapped Land. Ich habe nichts gesagt. Mutator lassen wir natürlich oben. Ich habe nichts gesagt. Turn 2 Baby Godzilla. Joa. Vadrock können wir leider Turn 3 nicht drauf mutaten. Aber doch können wir wo. Nee, Moment mal. Doch können wir theoretisch wohl, wenn wir Open the Omen Pass spielen, ne? Also, warte mal, dafür fehlt uns aber mal. Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Ich habe das Deck noch nicht so viel gezockt. Okay, Revitalize. Ja, Revitalize könnte ein Matchup sein, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben. Fände ich gar nicht so schlecht. Vielleicht, wenn jetzt nichts kommt, könnte man auf den Poliwog-Symbiote den Seadasher draufpacken und erstmal ein Kärtchen ziehen. Auch eine Möglichkeit. Okay, Dreamtail Heron würde ich hier auch einfach behalten. Ich würde mal Gas geben und mal hier drauf mutaten. Dreamtail Heron und dann würde ich mal das Open abschmeißen. Over. Da hätte man auch tatsächlich sehr gut einfach erstmal abwarten können, was man zieht, ne? Weil jetzt kann ich nächste Runde immer noch nicht Vardrock draufpacken. Was macht unser Gegner denn so? Oh. Okay, da muss ich Vardrock hardcasten. Was aber okay ist. Das ist okay. So, und dann nächste Runde könnten wir abgehen. Seadasher ist ein billiger Mutate der Card Drum. Ja, ich glaube schon. Nächste Runde, wenn jetzt keine weitere Skyclave Apparition kommt, können wir erstmal ein bisschen abgehen, würde ich sagen. Felidar Retreat ist keine Skyclave Apparition. Last time I checked. Ja, okay, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt doch mal an, günstig Kärtchen zu ziehen hier, oder? So. Over. Ja, wir nehmen Open the Omen Path, add 2 Mana. Würde ich mal weiß und rot nehmen. Denn als nächstes dann Cup Warden. Ich brauche halt Card Advantage, aber ich brauche halt auch ich brauche halt auch mein Board, um das möglichst weit gehen zu lassen. Und so kriege ich bei jedem Mutate jetzt 1-1er und ziehe eine Karte. Und Flashback und sage blau-rot, ne? An dieser Stelle blau-rot. Noch ein Vardrock. Das ist doch super. Dann könnten wir jetzt auch. Kann ich jetzt Opt spielen? Ne, warte mal. Ich könnte Land, Opt. Land, Opt. Brauchen wir nicht mehr. Und dann kann ich jetzt bei jedem Mutate Opt flashbacken. Und Open the Omen Path. Ich glaube, das ist besser. Under. Na, hier gibt es doch einiges zu beachten tatsächlich bei dem Deck. Wir machen das. Und wir machen das.
Findet uns irgendwann hoffentlich See the Truth. Zweimal rot, zweimal blau. Wird jetzt der Klassiker, solange wir keinen Cup Warden haben, denke ich. Dann können wir jetzt auch den Looter noch mit draufschmeißen. Over. Jetzt wird es schon relativ viel, was wir machen können. Ich würde gerne einmal Opt recasten. Ich würde gerne Open the Omen Path recasten. Das ist schon nice. Jetzt brauchen wir Blau auf jeden Fall. Blau. Rot. Jetzt müssen wir so langsam aber auch Mutator finden, weil, ja, das ist doch super. Den können wir auch nehmen. Oder? Ja, müssten wir eigentlich nehmen können. Kann ich auch casten. Draw Card. Discard. Opt. Dann können wir jetzt nämlich auch noch das zweite Opt immer flashbacken. Dann spiele ich Wardrock hier drauf. Under. Okay, jetzt habe ich drei Wardrock-Trigger pro Runde. Ziehe eine Karte, loote eine Karte, nehme ich Open. Nehme ich Opt. Nehme ich Opt. Und mit den Opt muss ich nur weitere Mutator finden. Ne? Cup Warden, dann ist super. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich Weiß nehme. Opt. Land kann runter. Okay, wir müssen irgendwann dann halt. Okay. Zu Mana, weiß-weiß, rot-rot. Discard, open the Omen Path. Dann können wir uns nämlich auch ein bisschen Mana generieren. Ah, sehr schön. Da ist es doch jetzt. See the Truth ist doch super. Mit dem Discard von See the Truth sollten wir, glaube ich, einigermaßen safe sein. So, okay. Nehmen wir. Warte, ich muss noch einen Mythos dafür. Nee, warte mal, muss ich nicht, muss ich nicht. Vergesst es. Ich habe drei, ne? Das heißt, ich kann jetzt auch einen abnehmen. Okay, es ist sehr kompliziert, Leute. Es ist sehr kompliziert. Ne, brauchen wir nicht. Okay, Wardrock Nummer 4. Ah, da wird jetzt conceded. Okay, also ich glaube, Gegner hat auch gesehen, naja, wir gehen jetzt schlussendlich einfach in die Combo und er denkt sich, ja gut, irgendwo mit wird er schon seinen Katzentoken Haste geben und dann hat er einfach gewonnen. Ich finde 2-2 ist ein cooler Abschluss für ein sehr, sehr witziges Deck. Zugegeben, man spielt sehr, sehr viel Solitär, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, da ist sehr viel kreative Arbeit ins Deckbuilding gesteckt worden. Denn sich zu überlegen, hey, warte mal, Open the Omen Path kann man ja super gut nutzen mit Wardrock, um ständig zu mutaten. Also, das finde ich, ist schon relativ brillantes Deckbuilding. Also, wie gesagt, wenn ihr es mal austesten wollt, den Decklisten-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen oder auch ein Abo auf YouTube hier. Vielen, vielen Dank, macht's gut, euer Solaris, tschüss!